Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Baumbattle. Aber ihr seht, ich bin nicht alleine. Mit dabei sind meine Freunde Braxy, Schleimi und Kokumbi. Was geht, Jungs? Ja! Was geht? Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Baumbattle, denn ihr seht, wir machen heute ein XXL-YouTuber-Battle. Das heißt, wir werden heute in Teams bauen und wer am Ende die sicherste YouTuber-Base hat, gewinnt das Ganze. Aber Leute, die anderen hören mich jetzt gerade nicht. Braxy und ich werden die beiden pranken. Ihr seht das, ich habe was richtig Cooles vorbereitet. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Ansonsten, Leute, vergesst nicht, auf jeden Fall ein Like da zu lassen. Schaffen wir in 3 Sekunden ein Like? 3, 2, 1. Danke, dass ihr geliked habt. Und ansonsten abonniert uns alle. Ihr findet die Links in der Beschreibung. Dankeschön. Und dann würde ich jetzt sagen, geht ihr auf eure Seite und ich gehe mit Braxy auf meine Seite. Viel Spaß, Jungs. Euch Tschüss. Auch. Kommt auf die Gewinnerseite. Auf die Gewinnerseite. Ihr habt grün. Na klar. Blau ist viel besser als grün. Lüge. Stimmt nicht. Leute, schreibt in die Kommentare, welche Farbe besser ist. So, Braxy, wir sind jetzt auf unserer Seite. Nur wir beide können uns jetzt hören. Und du weißt, wir werden die heute pranken. Yeah, und ich freue mich schon mega drauf. Das wird ultra cool, Freunde. Ich glaube auch. Schau mal, wir haben hier richtig viel Platz auf meiner Seite. Das wird der Oberhammer. Ich weiß gar nicht, Braxy, wir müssen heute die sicherste YouTuber-Base bauen. Schau mal, wir sind ja auf der blauen Seite. Wollen wir da einfach mit Blau bauen? Ja. Okay, das ist... Würde ich das vorschlagen, weil das ja deine Seite ist. Ja, aber vielleicht brauchen wir die Farbe gar nicht, denn Braxy, schau mal. Ich habe hier extra wieder richtig krasse Mods drauf gemacht. Von denen wissen die natürlich nichts. Und schau mal, wir können heute hier richtig verwirrende Häuser bauen. Und zwar können wir gleich ein kleines Haus bauen. Und wenn man da reingeht, wird es innen viel größer als von außen sein. Das wird richtig cool. Boah, wie cool. Also, ich würde sagen, wir fangen am besten an. Wir werden hier ein bisschen pranken. Deswegen machen wir hier jetzt ein richtig kleines Haus, was innen viel größer sein wird. Aber vielleicht brauchen wir gar keine blaue Wolle, denn ich würde sagen, wir bauen das Ganze mit Holz. Ich habe mir jetzt Holzstämme genommen, Braxy. Schau mal. Wir bauen nämlich jetzt ein ganz kleines Haus. Und zwar das kleinste Haus, was es überhaupt gibt. Und das, würde ich sagen, wird nur einen einzigen Block groß sein, Braxy. Das wird richtig lustig. Einen einzigen Block? Soll ich da drum dann so einen coolen Zaun machen, damit die denken, hier ist irgendwie... Wir haben verloren? Ja, die sollen am Anfang denken, dass wir eine richtig schlechte Base gebaut haben. Okay, das wird richtig cool. Wollen wir so einen riesen Playbutton bauen, in dem wir wohnen? Oh, das ist eine gute Idee. Wie groß wollen wir das denn bauen? Fang mal an, ich will mal sehen, wie groß du das brauchst. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir so, oder? Warte mal, so. Zack, 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 zack. Ja, ich glaube, die Größe reicht. Die Größe, so ist gut. Okay, und jetzt ziehen wir die Wände komplett hoch. So, guck, hier wird nur ein einziger Block frei sein. Den anderen, den machen wir einfach zu mit Cobblestone. Zack. So. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Achtung. Zack. Oh nein, Braxy, du machst alles kaputt. Pass auf. Okay, das sieht gut aus. Lass uns noch ein kleines Dach machen. Warte. Dafür brauchen wir einmal diese Stone Bricks. Achtung. So, zack. Ich mache auf der anderen Seite. Mach auf der anderen Seite, genau. So, okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt machen wir hier oben einfach noch das Dach drüber. Zack. Das so. Hinten machen wir auch noch zu, Braxy. Warte, das machen wir einmal. Zack, zack. Genau so. Damit das nicht so auffällig ist, Braxy, komm, wir machen kurz noch ein bisschen Laub drumrum. Zack. Okay, ich mache auch noch ein bisschen Rasen. Rasen ist auch nicht schlecht, genau. Dann kann man nämlich hier so durchlaufen, Leute. Und passt auf, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Ich habe hier diese Portalblöcke und die müssen wir jetzt platzieren. Und wenn ich dann da durchlaufe, dann kommen wir wo ganz anders raus. Das heißt, wir machen jetzt einmal da eins hin. Dann müssen wir das einmal kurz abbauen, aber das ist gar nicht schlimm. So, okay. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt, Braxy, müssen wir woanders hingehen. Pass auf. So, jetzt kommen wir... Warte. Was ist denn, Braxy? Wir müssen anfangen. Wir brauchen doch noch eine coole Fackel. Ja, okay. Reicht jetzt mit deiner Dekoration. Wir müssen jetzt anfangen, die YouTuber-Base zu bauen. Okay, los. So, dafür, Braxy, komm mit. Fliegen wir einmal unter die Karte. Also unter die Bauarena. Schau mal. Jetzt sind wir hier drunter. Und hier werden wir jetzt die YouTuber-Base hinbauen. So. Dafür brauche ich einmal meine magische Axt. Hier, zack. So, jetzt machen wir einmal hier einen kleinen Raum hin. Einmal hier markieren. Und dann mache ich hier meine Wand hin. Genau so. Da noch eine hin. Okay, Leute, das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt haben wir hier drunter so eine kleine Base gebaut. Das bedeutet, hier wird jetzt unsere eigentliche YouTuber-Base hinkommen. Dafür nehme ich einmal hier unser Portal. Genau so. Dann bauen wir das hier wieder so hin. Genau, zack. So sieht das jetzt aus. Jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug. Und wenn ich das jetzt anzünde,
Guckt euch das an, dann seht ihr schon, kann ich hier durchlaufen. Und jetzt komme ich hier oben raus. Und wenn man jetzt hier unten reinläuft, seht ihr schon, kommen wir hier unten in der großen Base raus. So, aber ich möchte auf die andere Seite rauskommen, deswegen habe ich jetzt hier so einen Stab. Damit kann ich das drehen. Achtung, genau so. Boah, Leute, ist das nicht ein oberhammer cooler Prank, Leute? Ich glaube, damit werden die nicht rechnen. Und jetzt werde ich hier ein richtig großes Haus hinbauen. Und das würde ich sagen, bauen wir natürlich aus Quarz, Leute. So, das heißt, wir können das jetzt auch erstmal ersetzen mit Quarz, damit das auch gar nicht auffällt. Genau so. Jetzt gehen wir noch einmal hier durch, nehmen hier wieder unseren Cobblestone und jetzt machen wir auch hier wieder Stein hin, damit das gar nicht auffällt. So, und jetzt kann ich hier einfach mit einem Command alles aus Quarz machen, Brax hier. Jetzt machen wir noch ein paar Fackeln ran erstmal und jetzt bauen wir uns eine richtig große YouTuber-Base. Das wird richtig cool werden. Ich sag's dir, wir werden das 100% gewinnen. Siehst du, wir bauen eine richtig krasse Base. So, jetzt machen wir hier alles schön aus Quarz. Auch hier unten mit dieser magischen Axt können wir halt viel schneller bauen. Und jetzt den Boden auch noch. Zack. Ihr seht schon, Leute, das Ganze wird gleich eine richtig krasse Base. Denn ich mache hier alles aus Quarz. So, Braxy hilft mir auch. Das machst du super. Danke. So, das müssen wir noch zu Clean Quarz machen. Genau. Und dann hier die Decke. Oben die Decke darf auch nicht fehlen. Okay. Braxy, das sieht doch schon mal richtig krass aus, weil schau mal, von außen, ne, ist das einfach so ein kleines Haus. Man könnte denken, wir haben direkt verloren, aber nein, wenn man dann hier reingeht, Braxy, sind wir in einer richtig großen YouTuber-Base. Damit werde ich auf jeden Fall nicht rechnen, aber ich sagte, wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht auf jeden Fall, Braxy. Hey, Braxy, gib mir bitte ein paar Seelaternen, damit können wir hier richtig cooles Licht reinmachen. Ja. Dankeschön. Aber du willst so. Noch ein paar mehr, oder? Ja, wir brauchen schon noch ein paar. Schau mal, wir machen jetzt hier oben erstmal überall Licht rein. Ich mach unten ein paar. Mach das, Braxy. Hier oben in den Ecken dürfen wir auch kein Licht vergessen. Okay, das heißt, ein bisschen Licht haben wir auch schon mal. Jetzt würde ich sagen, machen wir auch noch ein paar richtig coole Fenster rein. Oder, Braxy, was hältst du davon? Ja, das ist eine coole Idee. Guck mal, dann machen wir hier einfach so coole Fenster rein. So, dann auch auf die Seite ein paar Fenster. Ups, genau. Und in der Mitte darf auch kein Fenster fehlen. So, Braxy, denkst du, die rechnen mit so einer krassen YouTuber-Base? Nein. Was meinst du, Kukumbi? Soll ich das in Rot machen, das YouTube-Logo? Na klar. Nee, auch, eigentlich ist es ja auch Silber, ne? Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay, gut. Dann machen wir jetzt nämlich den Play-Button. Also quasi das, was hier oben ist, Freunde. Okay, komm, Braxy, lass uns mal rüberschauen, was die bauen. Okay, ich guck zuerst ganz langsam, okay? Okay, los. Und was bauen die denn? Ich schau nach... Braxy! Das brennt doch da alles. Was bauen die da denn komisches? Ey, Braxy, ich sag dir ehrlich, wenn die unser Haus sehen, die werden erstmal richtig lachen, weil die sich denken, hö, was ist das für ein kleines Haus, weißt du? Und dann sehen die das, was die da drin sehen. Guck mal, du machst die Tür auf und dann denken die sich so, ja. Hä? Oh Mann, aber warte, Braxy, schau mal, wir müssen hier unten auch noch Cobblestone hinmachen. So, jetzt passt das, genau. Jetzt fällt das nicht mehr auf. Perfekt, okay. Ah, warte, da oben ist auch noch so ein komischer Stein. Den machen wir auch noch weg. So, jetzt passt wirklich alles, schau mal. Oh, warte. Das sieht so lustig aus, Braxy. Oh Mann, das ist richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier noch schnell die Räume zu Ende. Das heißt, da kommt noch einer hin. Dann machen wir hier noch eine Wand hin, Leute. Da kommt auch noch eine. Und da oben auch noch eine. Jetzt haben wir hier quasi so einzelne Räume. Und das wird eine richtig coole Base, ich sag's euch. So, das heißt, wir können quasi für jeden von uns hier ein so ein kleines Zimmer machen. Für Schleimi, für Kukumbi, für mich und für Braxy. Was hältst du davon? Ah, können wir die nicht noch irgendwie reinlegen? Das machen wir gleich. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen bessere Beleuchtung reinmachen. Schau mal. Hier überall noch ein paar Lampen rein. So, dann auch hier. Komm, machen wir überall Laternen rein. Genau so. Okay, zack. Ich mach das hier dann drüben. Machst du das hier drüben und in den Ecken auch noch. Und ich würde sagen, ich baue direkt mal den nächsten Prank, Leute. Braxy, was hältst du von einem Gang, der ins Unendliche geht? Ich habe da eine richtig coole Idee. Wir wollen die ja pranken. Und zwar, aber wo machen wir das? Lass den einfach hier hinten machen. Schau mal, du hast ja jetzt hier gerade Fenster reingemacht. Aber schau mal, das machen wir einfach mal weg. Schau.
Nein, warte, lass uns das doch hier drüben machen. Wo hier drüben? Hier ist doch nichts. Hier. Hä? Dann können wir die Fenster dort lassen. Warte mal. Ah, Brax, Entschuldigung, ich habe mich vermacht. Ich wollte ihn da hinten machen, dahin, dass man geradeaus durchläuft. Okay, dann bau du die Fenster wieder hin. Das machst du gut so, Braxy. Schaut euch das jetzt an, Leute. Das heißt, wir machen hier erstmal auf. Dann geht's quasi hier hinter. Aber pass ganz genau auf. Braxy, das musst du dir auch anschauen. Komm schnell her. Komm schon, Braxy. Komm her, Braxy. So. Schau dir das an. Achtung, siehst du? Jetzt nehmen wir hier wieder unsere Portalblöcke. So, die machen wir dann einmal überall hier hin. So, und da oben auch. Genau, so sieht das jetzt aus. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Quarz, machen einmal 1, 2, 3, 4 Blöcke dazwischen. Und dann machen wir das hier auch wieder. Das heißt, hier machen wir das Gleiche. So, das heißt da auch. Zack. Dann geht das ins Unendliche? Ja, Braxy, pass auf, schau mal. Das sieht jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus, aber du wirst gleich sehen, das wird sich gleich richtig krass verändern. So, jetzt machen wir hier erstmal überall wieder Quarz hin. So, Achtung, helf mir mal, Braxy, damit das schneller geht. So, zack, da tausche ich mir die Portalblöcke einfach wieder mit Quarz aus. Hä, ich habe einen weggemacht. Wie tausche ich die denn aus? Hä? Ja, einfach so, Braxy, schau mal. Ach so. Ja. Ah, okay, verstehe. So, jetzt sieht das ganz normal aus. Jetzt machen wir hier von mir aus noch eine Laterne hin, damit das schön hell ist. So, jetzt machen wir das noch schön zu. Zack, zack, zack. Hier oben auch. So, jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen langweilig aus und deswegen habe ich hier meinen Zauberstab. Bist du bereit, Braxy? Ich bin bereit. Warte. Jetzt bin ich bereit. So, jetzt brauche ich hier meinen, Verzauberungsstab. Und jetzt pass auf, Braxy. Jetzt drehe ich das nochmal. Achtung. Oh. So, pass auf. Und Braxy, ich weiß nicht, wo du bist, aber schau mal, wir haben jetzt einen unendlichen Gang. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber guckt euch das an. Egal, ob nach vorne oder nach hinten, jetzt geht's hier in einen unendlichen Gang rein. Und schaut mal, der ist einfach schief. Braxy! Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich finde dich nicht mehr. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Oh Mann. Ich glaube, damit können wir die richtig gut pranken. Ich muss jetzt erstmal hier wieder rauskommen, Leute. So, nicht hier raufgehen. Oh oh. Nee, nein, Kokumbi. Ich muss es tun. Nein, Kokumbi. Ja, so. Okay. Flieg drüber. Flieg drüber. Jetzt flieg runter. Und jetzt machen wir hier drin noch ein bisschen was sicher. Ja. Würde ich sagen. So, Braxy, ich meine, sieht das nicht cool aus? Guck dir mal diesen unendlichen Gang an. Das sieht mega cool aus. Warum machst du da jetzt eine Tür hin? Nein, Braxy, das muss man direkt sehen, wenn man da reinkommt. Das sieht doch richtig cool aus. Okay. Schaut dir das an, Braxy. Einfach so ein Gang, der ins Unendliche geht. Und der sieht vor allem... Ich meine, Leute, habt ihr schon mal einen schrägen Gang in Minecraft gesehen? Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr das cool findet, lasst unbedingt jetzt mal ein Abo da. Das sieht ja richtig cool aus. Aber Braxy, ich glaube, gegen unsere YouTuber-Base werden sie keine Chance haben. Nein. Okay, ich mache jetzt hier oben noch ein bisschen Licht überall hin. So, Braxy, und ich meine, schau mal, wenn man jetzt hier durchgeht. Von außen ist das einfach so ein kleines Haus, ne? Guckt dir das an, Braxy. Ist das nicht so cool? Und wenn man jetzt da reingeht, Leute, seht ihr schon, haben wir da eine richtig krasse Base drin versteckt. Schaut euch das an, wir gehen hier rein und schwupps, sind wir in einer richtig krassen YouTuber-Base. Aber wir müssen die noch einrichten, Braxy. Schau mal, wir haben hier jetzt ganz viele Räume. Wir machen hier überall noch meinen blauen Teppich hin. Genau, zack. Auf die Seite. Ich schau mal, wie es drüben aussieht. So, hier machen wir auch noch Laternen hin. Ansonsten, Braxy, lass uns mal das hier noch wegmachen. Warte, damit das ein bisschen offener aussieht. So, okay. Ich glaube, das sieht schon viel besser aus, Leute. Wir haben eine richtig krasse Base auf jeden Fall gebaut. Braxy, wir müssen aber jetzt jeden Raum noch einrichten. Ich würde sagen, jeder Raum kriegt auf jeden Fall ein Bett in seiner Farbe. Ich nehme den Raum hier, deswegen mache ich mir hier auch ein cooles blaues Bettchen, Leute. So, dann machen wir hier noch so ein paar Fässer hin. Zack, damit das ein bisschen gemütlicher aussieht. Dann noch ein paar Bücherregale. So, machen wir hier ein paar hin. Zack. Okay, das sieht schon mal ganz cool aus, denke ich. Aber es darf kein Ofen, ein Crafting-Table und eine Truhe. Das darf alles nicht fehlen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hier einfach hin. Einen schönen Ofen. Da noch eine schöne Truhe und ein Crafting-Table. So sieht mein Raum jetzt eingerichtet aus. Ist klein, aber fein, Leute. Aber schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Raum findet. Ich finde ihn eigentlich ganz gemütlich. So, Braxy baut seinen Raum auch. Das ist super. Braxy, schau mal, wir sind direkt gegenüber. Du bist mein Nachbar. Du bist auch mein Nachbar. So,
Aber ich würde sagen, wir machen noch ein paar Türen dazwischen, damit wir auch hier unsere Privatsphäre haben. Deswegen kriegt hier jeder seine Tür. Und du kriegst auch noch deine Türen, Braxy. Schau mal. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Leute, jetzt hat hier jeder seinen eigenen Raum in unserem YouTuber-Haus. Ey, das ist ein richtig cooles YouTuber-Haus. Würdet ihr auch gerne in so einem coolen YouTuber-Haus leben, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da. Ich glaube, das sieht echt cool aus. Dann machen wir hier für Schleimi ein grünes Bett hin. Zack. So, der kriegt hier auch eine Truhe. Dann hier noch ein paar Bücherregale. So, vielleicht noch irgendwie eine Truhe hier neben seinem Bettchen. Zack. Und dann sollte das auch reichen für Schleimi. Ansonsten auch hier die Tür nicht vergessen. Zack. Super. Lumi, komm mal kurz, lies mal. Was ist los, Braxy? Lumis Palast? Braxys Königreich. Richtig cool. Jetzt können wir die anderen pranken. Oh, du hast richtig recht. Ey, warte mal, Braxy. Ja? Ich habe eine coole Idee. Schau mal. Ey, pass mal auf. Ich habe doch noch eine andere Mod hier drauf. Und zwar habe ich so eine Ghost-Block-Mod. Und wie wäre es davon, wenn wir erstmal so tun, als hätten wir gar keinen Raum für die eingerichtet. Schau mal, ich mache einfach so. Und dann kann man hier durchlaufen. Dann haben die hier auch ihren Raum. Aber die werden erstmal denken, dass wir die einfach vergessen haben, Braxy. Ist das nicht ein cooler Prank? Das ist eine coole Idee. Dann mache ich das Schild auch weg. Schau mal, Braxy, jetzt kann man hier einfach durchlaufen. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Okay. Das heißt, die werden erstmal richtig sauer sein, weil die denken, wir haben sie vergessen, Leute. Aber das haben wir gar nicht, sondern die müssen einfach hier durch die Wand durchlaufen. Boah, das ist cool. Okay. Und wer wohnt hier? Kukumbi, ne? Hier kannst du für Kukumbi einrichten. Schau mal, der kriegt auch ein grünes Bett, Braxy. So, okay. Zack. Dann auch hier kriegt er seine Truhe. So. Nein, er kriegt ein dunkelgrünes Bett. Ah, du hast recht. Entschuldigung, Braxy. Okay. Aber pass auf, ich mache jetzt hier oben so ein paar Stufen hin. Du fragst dich jetzt, okay, was hast du vor, Lumi? Pass ganz genau auf, Braxy. Das sieht jetzt aus, als wäre hier oben der Raum zu Ende. Aber schau mal, Braxy. Ich werde jetzt hier in den Raum reingehen. Guck mal. So, Braxy, schau, jetzt machen wir hier eine Leiter hin. So. Jetzt kann man dann mal dir nämlich hier hochklettern. Und Achtung, jetzt haben wir hier oben einen geheimen Raum. Braxy, guck her jetzt. Schau, komm hoch. Schnell. Und schau mal, ich habe hier eine Mod. Und mit dieser Mod habe ich einen geheimen Glasblock. Und pass auf, Braxy. Das heißt, wir machen das jetzt alles weg. Achtung, zack. Alles weg. Und jetzt mache ich hier diesen Block hin. Guck dir das an, Braxy. Zack, alles hier hin. So. Wow. Guck mal. Das heißt, wir können rüber gucken. Ja, das sieht hier wie ganz normales Quarz aus. Aber passt auf, Leute. Wenn wir jetzt hier auf die Seite von Braxy gehen, können wir hier hochklettern. Und dann können wir Kukumbi hier abends einfach heimlich beobachten. Ist das nicht cool? Das ist ja mega. So, okay. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir haben schon mal einen kleinen Prank eingebaut. Perfekt. So, aber Braxy, wir müssen das hier oben noch zumachen, damit das nicht auffällt. So, jetzt kannst du da einfach durchklettern. Guck dir das an. Achtung, du gehst hier hoch, gehst hier durch und jetzt können wir die hier einfach beobachten. Das wird cool. Das wird richtig cool. Okay, warte, dann lass uns wieder runter. Ich will jetzt noch einen richtig verwirrenden Gang bauen, Braxy. Komm mit. So. Den gleich einen bei deren Zimmer. Dass wenn die ihre Zimmer erkunden und dann die Tür aufmachen und dann verlieren die sich. Braxy, wollen wir denn ein unendliches Zimmer bauen, was richtig weit nach hinten geht? Ja, okay, dafür brauchen wir jetzt diese Portalblöcke hier, okay, Braxy? So, Braxy, pass auf. Das heißt, wir müssen jetzt hier überall diese Portalblöcke hinmachen. So, zack, genau. Bis da oben brauchen wir die. Das heißt, hier überall Portalblöcke. So, jetzt hier unten noch. So. Genau so. Okay, das müssen wir so machen. Und jetzt noch auf die andere Seite kommen, Braxy. Oh mein Gott, das wird so cool. Das heißt, jetzt hier müssen wir auch überall diese Portalblöcke hinmachen. So, okay, Braxy, schau mal. Wir haben jetzt hier überall diese Portalblöcke hingemacht. Okay, Braxy, denkst du, das Ganze wird funktionieren? Wir müssen es ausprobieren. Los. Ich bin echt gespannt, Leute. Okay, Braxy, bist du bereit, das Ganze anzuzünden? Ich bin bereit, los. Okay. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Braxy. Ja? Ich glaube, es hat funktioniert. Nein. Komm, warte, doch. Pass auf. 3, 2, 1. Achtung. Und. Braxy, guck dir es an. Und jetzt müssen wir das hier auch nochmal drehen. Achtung. Und. Oh mein Gott. Braxy. Es hat funktioniert. Der Raum ist unendlich. Oh mein Gott.
Guckt euch das an, Leute. Man kann jetzt hier unendlich lang durchlaufen. Es hat funktioniert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Das hat funktioniert, Leute. Jetzt sieht das Ganze so aus, Leute. Ich glaube, es hat funktioniert. Guckt euch das an. Einfach ein unendlicher Raum. Oh mein Gott. Oh, wie komme ich denn jetzt hier raus? So, Leute, schaut euch das an. Ich habe das jetzt nochmal gedreht. Brexit, komm schnell her. Oh, das wird so lustig gleich werden. Leute, was haben wir hier gebaut? Brexit, was ist das? Das ist, glaube ich, ein unendlicher Gang. Also, der geht unendlich. Oh mein Gott. Warte, Brexy. Ich meine, guckt euch an, Leute. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Mein Kopf tut richtig weh, wenn ich hier durchlaufe. Oh mein Gott, wir werden die damit so krass pranken. Brexy, wo bist du? Ich bin hier drüben. Siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht, Brexy. Oh, oh Mann, ich muss hier raus. Okay, Brexy, ich glaube, ich bin bereit. Bist du bereit? Wir gehen rüber. Wir gehen auf jeden Fall rüber. Okay, okay. Das heißt, wir haben da unseren unendlichen Gang und hier auch noch einen richtig unendlichen Gang. Okay, okay. Und schau mal, Brexy, wenn wir jetzt rausgehen von außen. Oh mein Gott. Mach die Tür zu. Ja, die Tür ist zu, Brexy. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf deren Seite und dann muten wir uns und mal schauen, was die so gebaut haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, wir gewinnen das Ganze. Brexy, drück mir die Daumen, okay? Okay. So, okay, Schleimi, Kukumbi, seid ihr fertig? Wir sind fertig, ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zuerst auf eure Seite, okay? Oh nein. 3, 2, 1, wir kommen rüber. Und was habt ihr denn? Oh. Hä, wo seid ihr? Oh, andere Seite. Alter. Brexy, ja. Wo bist du? Hier. Also deren YouTuber-Haus sieht nicht schlecht aus. Erkennst du, was es ist? Das sieht aus wie ein Playbutton, Brexy, oder? Das ist ein Silber-Playbutton. Richtig. Oh, richtig cool habt ihr das gemacht. Ja. Sogar mit einem Lava-Parcours. Aua. Oh, Aua. Mann. Brexy, pass auf. Oh, Mann. Brexy, pass doch auf. Okay, okay. Boah, Leute, das habt ihr echt gut gemacht. Leute, schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie ihr das findet. Aber Leute, ihr wisst, unser Haus ist richtig krass. Wir werden die gleich richtig cool pranken. Darf ich versuchen, bei euch mal ins Haus reinzugehen? Ja, aber hier ist der Anfang, ne? Hier ist der Anfang. Okay, okay. So, dann würde ich sagen, ich versuche mal bei euch ins Haus einzubrechen. Oh Mann, oh Mann. Oh, Vorsicht, du brennst. Ich brenne ja schon, aber egal, ich schaff das. Oh, ich muss hier echt vorsichtig machen. Also, ihr wisst schon, dass ihr gerade in die falsche Richtung geht, ne? Wie in die falsche Richtung? Oh, stimmt. Wir müssen zurück. Der Eingang zurück. Ist da hinten. Ja, wir müssen zurück, Leute. Oh Mann, aber alles gut. Ich schaff das schon. So, und jetzt, was steht hier? Diamanten umsonst. Das ist die erste Challenge. Diamanten umsonst, wenn du hier drauf drillst. Natürlich machen wir das. Hä? Oha, ich krieg wirklich einen Diamant, Brexy. Ich will auch. Hä, Kukumbi? Hey, ich hab's, glaube ich, falsch eingestellt. Viele Diamanten. Hä? Brexy, geh rüber, da ich will die Diamanten haben. Ja. Du solltest doch was anderes bei der Duckplatte machen. Aber, Hä, naja, Jungs, egal. Was wolltet ihr denn bauen? Ich finde das cool mit den Diamanten. Ja. Richtig cool. Jetzt kommen die einfach rein, Mann. Ich geh weiter, okay? Okay. Was habt ihr hier? Ist wieder eine Druckplatte. Wieder Diamanten umsonst. Hm. Wieder Diamanten umsonst, das ist meine. Oh, oh, Brexy, soll ich einen Knopf? Schnell rein, komm schon. Wir sind drin. Oh, wir sind drin, aber was ist denn hier? Diamanten umsonst, keine Panik, okay? Okay. Wow! Ja, guck mal! Ja! Aua. Oh Mann, ey, ihr seid richtig gemein. Ihr baut ja Fallen. Ich dachte, wir sind Freunde. Ey, ja, das war Kukumbis Idee. Kukumbi! Nein. Kukumbi, ich hab sogar eine Gurke für dich mitgebracht. Oh. Eine Gurke? Danke dir sehr. Ich bin echt enttäuscht, Brexy, dass die Fallen bauen und uns reinlegen. Wo sind denn jetzt hier die Räume und die Betten und so, Brexy? Ich sehe nichts. Ich sehe auch keine Betten, Schleimi. Eigentlich haben wir uns gedacht, dass ihr gewinnt, wenn ihr einen Diamant bekommt. Aber wir haben doch ganz viele Diamanten, Schleimi. Ja, aber eigentlich
Solltet ihr denken, dass da drunter TNT war am Eingang? Oh Mann. Also wollt ihr mir sagen, dass ihr nicht mal Betten für uns und sowas habt? Ihr habt gar keine Einrichtung für uns und keine Kisten und keine Ofen und keine Werkbänke? Schleimi wollte euch einfach nur ganz halt mit den Lava... Ja. Das ist eine Lüge. Egal, Lumi. Wir haben doch auch noch was Cooles. Stimmt, wir haben doch auch was Cooles. Oh Mann, Leute, jetzt ist es soweit. Wir werden unsere Base zeigen. Ja, egal, wir schaffen das, Leute. Unsere Base ist sowieso viel cooler. Schleimi? So, ich würde sagen, ihr dürft jetzt auf unsere Seite gucken. In 3, 2, 1, kommt rüber! Was? Hä? Was ist das denn? Das ist unser YouTuber-Haus. Das ist unser YouTuber-Haus. Schaut mal. Also, wir müssen das ganz langsam angehen. Schaut mal. Also, erstmal, was haben wir uns dabei gedacht? Ich dachte, es hat was Cooles, wenn wir das Ganze ein bisschen mittelalterlich bauen. Mit Holz und Steinen. Ansonsten, wir haben auch an die Blumen gedacht. Schaut mal, wir haben extra frischen Rasen um das Haus rumgepflanzt. Seht ihr das? Ja, krass. Wow. Das hab ich gemacht. Ah. Und ich habe sogar die Fackel hier platziert. Die Inneneinrichtung ist bestimmt krass, Jungs. Also. Aber da gibt's doch nicht so viel Platz für uns alle da drin. Ich finde also mein Haus viel besser als eures. Stimmt's, Braxi? Finde ich auch. Ich will erst mal gucken, was da drin ist. Wollen wir reingehen? Können wir rein? Von mir aus geht doch rein, wenn ihr wollt. Okay, So, okay, kommt schon, jetzt kommt. Ihr dürft reinkommen, der Erste darf kommen. Komm schon, Schleimi, komm rein. Aber irgendwie, das... Was war das denn? Von draußen gar nicht so groß? Ha, jetzt haben wir euch! Ja. Reingelegt. Schaut mal, also falls ihr jetzt Angst bekommt, schaut, ihr könnt ganz normal rausgehen hier, das ist das Haus. Ja? Ja, aber irgendwie, Kukumbi, irgendwie... Ich versteh's nicht. Warum? Du kannst reingehen. Das ist ein ganz normales Haus, Kukumbi, siehst du doch. Aber irgendwie, also das ist größer als draußen. Schaut mal, kommt mal nach links hier. Schaut mal, wir haben auch hier extra so kleine Einrichtungen für jeden gemacht. Das ist mein Zimmer. Palast? Ja. Wow. Schaut, und Braxi hat auch sein eigenes Zimmer. Guckt euch das an. Guckt, was da steht. Oh mein Gott. Braxi-Königreich, aua. Schleime, die haben sogar Betten gemacht. Ja, wir haben an euch gedacht. Das sieht cool aus. Also, ich würde sagen... Lasst uns doch erstmal noch den hinteren Part anschauen. Ihr seht, da gibt's noch einen ganz langen Gang nach hinten. Seht ihr ja, ne? Wer will diesen Gang betreten? Wer traut sich von euch beiden? Es darf nur einer voran. Gibt es da auch mehrere? Gibt es da mehrere Zimmer auch dann und so? Ja, da gibt es sehr viele Zimmer. Du musst nur in den Gang reinlaufen, Kukumbi. Habt ihr auch ein Heimkino? Ja, natürlich. Ganz hinten. Okay, Schleimi, bis gleich. Wir sehen uns dann. Warte, Kukumbi. Du schaffst das, okay? Du musst ganz nach hinten und dort sind ganz viele Diamanten für dich. Ja, da geht's ganz weit nach hinten. Und Kukumbi, dort sind sogar Gurken. Oh, stimmt, ganz viele Gurken. Ich muss los. Okay, dann lauf jetzt rein. Komm schon, Kukumbi. Okay, tschüss. Wir sehen uns später. Und bis dann. Ganz viele Gurken, nicht vergessen. Kukumbi? Du schaffst das. Einfach geradeaus laufen. Einfach immer geradeaus, Kukumbi. Ich kreise, hier gibt's keine Zimmer. Doch, das ist du musst ganz ans Ende musst du laufen, Kukumbi. Okay, ich lauf weiter. Warum ist denn hier gar nichts? Ja, hallo? Dann komm zurück, Kukumbi. Alles gut, komm zurück. Okay, ich lauf zurück. Alles gut, ich bin gleich da wieder. Braxi? Warte kurz. Braxi? Ja? Du weißt, Kukumbi nie wieder hier ankommt. Das ist unendlich, du weißt das. Ich bin gleich da. Ja, du kommst gleich hier wieder an. Komm schon, du schaffst das. Ja, Braxi. Ich würde sagen, wir schicken jetzt einfach Schleimi weiter. Ja, Kukumbi? Ja, Du machst das schon. Du machst das schon. Ich würde sagen, wir gehen mit Schleimi weiter, okay? Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Mach das. Okay. Schleimi, schau mal, wir haben noch ein Zimmer für dich gebaut. Schau mal. Ein grünes... Yo! Hey, wie cool! Ja. Das ist dein eigenes Zimmer. Dann würde ich sagen, Schleimi, darfst du reingehen. Boah, das ist für mich? Ja. Ja. Guck mal hier, direkt mal den Checkpoint geholt. Und Alter, Wir haben dir ganz viele Zimmer gebaut. Wir haben dir sehr, sehr viele Zimmer gemacht, Schleimi. Das ist ja eine Villa. Ja. Und am Ende der Truhe, ganz hinten ist eine einzige Truhe, da gibt's ganz viele Diamanten für dich. Wie? Ja. Braxi, meinst du, Schleimi findet wieder zurück? Aber in welcher Kiste denn? Also ich weiß nicht, in welchem Zimmer du bist, aber Schleimi, du scheinst schon ganz schön weit weg zu sein.
Ja, ich laufe geradeaus, aber irgendwie, wieso sehen die Zimmer denn alle gleich aus? Braxy, weißt du das, warum die gleich aussehen? Weil wir das so für dich gebaut haben, weil genau. Du eine Gurke bist. Wirklich? Aber nein, ich bin eine Gurke? Kumpi ist eine Gurke, das war ein Test. Du bist durchgefallen. Irgendwie. Ey, lass mal, während er hier weiterläuft, zu Kumpi gucken, ob er es geschafft hat. Okay. Kuckuck. Ich glaube, er ist immer noch nicht da. Kokumbi! Kokumbi! Hallo! Ich laufe doch, ja. Ich glaube, ich höre deine Stimme, du bist gleich da. Aber Braxy, jetzt wo die beiden im unendlichen Tunnel oder im unendlichen Gang gefangen sind, haben wir jetzt ja unsere YouTuber-Villa ganz für uns alleine, oder nicht? Richtig! Und okay. Ich glaube, wir müssen aber noch das eine Zimmer von Kokumbi zeigen. Da haben wir ja auch noch oben was versteckt, du weißt, Braxy. Kokumbi, ich hol dich kurz wieder her, ja? Ja, bitte, ich kann nicht mehr laufen. Schleim, ich hol dich raus, ja? So, Kokumbi, wir haben nämlich auch ein Zimmer für dich. Schau mal, dein Zimmer ist hier, guck. Ich muss kurz atmen. Ich bin von diesem ganzen Weg gelaufen hierher. Schau mal, Kokumbi. Du siehst, wir haben auch ein Bett für dich, sogar in deiner Farbe und zwei Kisten. Das heißt, du kannst dich jetzt hier hinlegen, aber mach ja nichts Schlimmes und nichts Verbotenes. Wir gehen jetzt alle schlafen. Stimmt's, Braxy? Ja, und wir geben Kokumbi natürlich Freizeit, damit er seinen Raum einrichten kann. Genau. Aber es ist ja noch hell. Warum soll ich so früh schlafen gehen? Es wird gleich dunkel, Kokumbi, ja? Okay. Schlaf ich gut. Ich hab dir was in die Kisten gelegt. Nur für dich, Schleimi. Du kannst ja auch gerne mal reingucken. Wir können auch gerne erstmal in dem Raum schlafen, weil ich glaube, Schleimis Raum, den müssen wir noch ein bisschen umbauen. Das heißt, ich wünsche euch eine ganz schöne gute Nacht und macht ja nichts Verbotenes, okay? Nein. Okay, danke. Gute Nacht. Herr Kokumbi. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, wollen wir reingucken? Braxy. Ja. Komm schnell, du weißt, was wir machen, Braxy. Komm. Ich glaub's nicht. Es sind Gurken, meine Meeregurken. Ich habe auch welche, aber ich mag gar keine Gurken. Warum nicht? Komm schon, Braxy. Yeah. Warum magst du keine Gurken? Ich mag die nicht, ich weiß sie nicht. Mann, warum magst du das nicht? Da magst du mich auch nicht, wenn du keine Gurken magst. Naja, okay, lass uns schlafen legen. Ja, und das geht natürlich nicht. Ja, ich glaube, wir haben das richtig gut gemacht. Meinst du nicht, wir müssen nur noch kurz pranken? Warte mal, Braxy. Du weißt doch, am Ende gehört immer ein lustiger Prank dazu, findest du nicht? Ja, mach das. Okay, warte. Wir sehen uns ja jetzt nicht. Okay, pass auf, Braxy. Achtung. Ich hab alle Gurken rausgenommen, Kokumbi, ne? Ja, machen. Oh mein Gott, hinter dir! Was denn? Oh, Braxy! Lauf! Oh, Braxy, schnell! Wir müssen raus! Oh, warte! Braxy! Okay, warte, Braxy. Die sind ja jetzt in dem Haus drin. Was hältst du davon, wenn ich einfach so mache? Oh nein, die werden nie wieder rauskommen. Die sind jetzt für immer da unten gefangen, Leute. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die wieder rauskommen, lasst jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, das war's mit dem Baubattle und schreibt in die Kommentare, welches YouTuber-Haus ihr cooler fandet. Ansonsten abonniert alle Jungs in der Beschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!